Ja, hier sind wir jetzt etwas außerhalb des Turniergeländes. Wir nennen das Renaturierung des Flussverlaufs Bevergerner Aa. Und eine Idee war immer hier eben auch anstelle der Stallzelte 3, 4, 5, 6, 7 Mal im Jahr aufzubauen, eben feste Stallungen zu haben. Das lag schon in der Schublade und hat jetzt natürlich zu unseren Überlegungen, hier eben Baugenehmigungen zu bekommen, gepasst. Und dann hat man uns gesagt, ihr müsst erst den Fluss renaturieren, also sprich umlegen, seinem natürlichen Verlauf wieder zufügen. Und dann kommt die Seite des Turniergeländes aus dem Hochwassergebiet raus und damit erhaltet ihr dann da Baugenehmigung. Hier befinden wir jetzt uns in einem der neuen Stalltrakte. Wir haben auf dieser Seite 6 Ställe mit je 52 Boxen. Jeder Stalltrakt hat einen Waschplatz, Wasserzapfsäulen, weil in den Boxen gibt es keine Tränken und auch keine festen Futtertröge. Das hat bewusst der Planer so bedacht, weil das ein oder andere Virus übertragen werden kann, Krankheit übertragen werden kann. Das will man alles vermeiden, deshalb haben wir darauf verzichtet. Wir haben große, geräumige Boxen, 3,50 Meter x 3,50 Meter. Jede Box von allen 312 Boxen hat ein Fenster für die Pferde zum Rausschauen, sodass ich glaube, die Pferde hier wirklich erstklassig untergebracht sind. Außerdem haben wir auch uns überlegt, wie machen wir das mit den Trennwänden. Die haben wir extrem hoch, die sind jetzt 2,80 Meter hoch, sodass man eben auch keine extra Wände auf die Wände setzen muss, dass die Hengste eben nicht rübersteigen können und sich nicht beschnuppern oder gar beißen können. Ja, ein ganz spannendes Thema ist natürlich auch das Thema Misten und Entmistung. Also während der Turniere ist das ja so in der Regel, dass die Pfleger das einmal am Tag machen mit einer Schubkarre und die dann hier über die Stallgassen raus hinter den Stall fahren auf eine Miste nach einer Veranstaltung, wenn dann innerhalb von wenigen Tagen 312 Boxen gemistet werden müssen. Machen wir das maschinell mit dem Radlader, dann kann man also die Wände alle rausziehen auf die Stallgasse und dann fährt man mit dem Radlader durch, schiebt das raus auf den Container. Dann gibt es jetzt den folgenden Plan, also das wird jetzt noch nicht zur Europameisterschaft soweit sein, aber dann bis Ende des Jahres. Also das Ziel ist, dass wir hier eben in der Lage sind, sowohl hier mit allen festen Boxen, aber auch vielleicht von umliegenden Reitstellen, vielleicht unsere eigene auch, den Mist selbst zu verwerten und sogar am Ende CO2 negativ sind. Ja, hier sind wir jetzt auf der anderen Seite der Stallanlage, wo wir Parkplätze haben hier. Bis zu 150 LKWs haben hier Platz. Ein Zentralgebäude da in der Mitte, wo Sicherheit sitzt, Stallmeister sitzt, wo ein Bistro ist für Pfleger, wo die frühstücken können und Mittagessen können. Und jede Person, die zum Stall geht, muss durch das Zentralgebäude. Darüber hinaus gibt es hier einen Tierarzt, sodass immer, wenn mal was ist, die Pferde natürlich auch betreut werden. Neben dem Tierarztbüro, eine Apotheke, einen Behandlungsraum gibt es noch einen Schmiedplatz, eine Schmiedestelle. Ja, hier befinden wir uns an dem Sandplatz, Sandstadion für die Europameisterschaft. Hier werden 3-Sterne-, 2-Sterne- und 1-Sterne-Prüfungen stattfinden. Das sogenannte Rahmenprogramm während der Europameisterschaft. Das Championat als solches, die EM, findet nebenan im Rasenstadion statt. Letztendlich befinden wir uns im Herzstück der Anlage, wo der große Sport, die Europameisterschaft, stattfindet. Ein fast 1,5 Hektar großes Rasenstadion, was da oben am Kopf ein wunderschönes VIP-Zelt haben wird. Und entlang der jetzt noch Mauer werden wir nachher ungefähr 2.500 Plätze für Tribünen haben. Neben den Sitzplätzen auf dem Wall hier werden wir natürlich auch noch ein paar Stehplätze haben. Ich bin sicher, sehr guten Sport haben und eine gute Atmosphäre. Und ich glaube, ein Stadion vorfinden werden, was allen Ansprüchen gerecht wird.